Hallo zu Frankenschau aktuell. Note 1 heute für die Schüler in Herzogenaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt für dieses Friedensfoto hier. Dafür haben sich nämlich alle gemeinsam auf dem Sportplatz versammelt. Damit wollen die Herzogenauracher auf ihrer Homepage und auch auf Social Media natürlich ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken. Und außerdem macht die Schule auch bei der Spendenaktion Herzo packt an mit. Ja, die Spendenbereitschaft, die ist riesengroß, überall in Franken. Und das führt manchmal sogar zu chaotischen Zuständen, wie in Nürnberg. Ja, wann hört dieser Krieg endlich auf? Das fragen sich nicht nur die Menschen in der Ukraine und in ganz Europa, sondern auch viele Russen. Eine junge Frau aus Nürnberg, die hilft jetzt spontan beim Übersetzen. Ja, toll. Ein voll besetzter Speisesaal bei der Tafel hier in Nürnberg. Hier gibt es warmes Essen umsonst. Und normalerweise sitzen hier vor allem Obdachlose. Seit ein paar Tagen aber eben auch immer mehr Kinder mit ihren Müttern. Sie sind geflüchtet aus der Ukraine. Täglich werden es mehr. Die Ehrenamtlichen, die kommen auch hier kaum noch nach. Ja, ob Kochen oder Dolmetschen, die Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine, die ist riesengroß hier bei uns, eben bei der Tafel beim Roten Kreuz oder auch bei den vielen privaten Spendenaktionen. In Rohr, in Mittelfranken aber, da entsteht gerade etwas wirklich ganz, ganz Außergewöhnliches. Irre Panzersperren aus Franken als Spende vor gut 2 Wochen, da wäre das wirklich noch undenkbar gewesen. Schon heute ist der erste Hilfstransport der Malteser aus Unterfranken in die Ukraine aufgebrochen von Estenfeld. Wer will es nicht? Schön wohnen, günstig wohnen und das mitten im Grünen. Aber außerhalb von großen Städten ist es oft ja nicht zu finden. Genau hier knüpft die Idee eines neuen Projekts in Röttenbach bei Erlangen an. Die Liste der Mietinteressenten, die ist schon sehr lange und die neuen Wohnungen, die hier entstehen, sind jetzt bald fertig und gelten mittlerweile als Vorbild für viele andere Standorte. Unsere Reporter und Korrespondenten in den Regionen, die sind jeden Tag für Sie unterwegs und nur so kommen ja auch die interessanten, kuriosen und aktuellen Themen zu uns hier zum Beispiel auch ins Programm der Frankenschau aktuell. Heute hat die BR-Intendantin Katja Wildermuth ein weiteres BR. Solche Mountainbike-Strecken hier gibt es auch im Nürnberger Reichswald, direkt hinterm Tiergarten zum Beispiel. Hier sind immer mehr Mountainbiker unterwegs, bis jetzt illegal auf selbst eingefahrenen Wegen. Aber damit ist jetzt Schluss. In Fürth feiert morgen Abend das Theaterstück Der jüngste Tag seine Premiere. Es geht hier um ein Zugunglück, um Fake News, um Verleumdung und auch um Liebe. Das Pikante daran, obwohl dieses Stück aus den 30er Jahren stammt, ist es erschreckend aktuell. Wir gehen jetzt nach draußen. Die ganze Woche schon ist es immer in Bad Königshofen in Unterfranken nachts am kältesten. Warum eigentlich? Wer weiß es? Unsere Wettermoderatorin Rika Dächern, bitte verrat's uns. Danke für die tollen Tipps, Rika. Langsam wird's draußen ja wirklich immer grüner. Bei unseren Kollegen der Frankenschau am Sonntag gilt das auch für drinnen. Sie waren nämlich mit Raumbegrünern unterwegs. Heute geht es jetzt weiter mit der Abendschau und dann nimmt sie Roman Roll mit in den Biergarten. Super Idee bei dem Wetter. Nächste Woche ist Charlie Hilbert wieder für Sie da und die Tiere übrigens sind auch schon im Frühlingsrausch dafür. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende im Namen auch des ganzen Teams der Frankenschau aktuell. Bis bald.